Oh Gott, warum passiert das schon wieder? Warum? Warum ausgerechnet ich? Das ist doch einfach eine Folter. Eine öffentliche Demütigung. Womit habe ich das verdient? Lena, wie lange willst du da noch stehen und einfach auf den Boden starren? Oh, ja, ich, A, B, C, hast du überhaupt gelernt? Ja, ich habe es mir durchgelesen. Oh, na toll. Wenigstens kann sie lesen. Das ist so ein guter Witz, Herr Müller. Ich hab noch nie so sehr gelacht. Die sind so witzig. Ach komm schon, du alte Schleimerin. Streng dich nicht so an. Etwas Besseres als eine 1 Plus kannst du eh nicht bekommen. An deiner Stelle, Lina, würde ich lieber ruhig sein. Nimm dir lieber ein Beispiel an den vorbildlichen Schülern unserer Klasse. Ja, das stimmt. Oh, Lina, wenn du nur wissen würdest, wie sehr du dieses Wissen in deinem späteren Leben benötigen wirst. Was, wirklich? Und wie? Vielleicht wird sogar diese Aufgabe eines Tages dein Leben retten. 2021. Ja, es sind jetzt schon mehr als 8 Jahre vergangen und irgendwie kam es noch nie zu so einer Situation, dass diese Aufgabe mein Leben rettete. Und jetzt mal ehrlich, wie kann es überhaupt zu so einer Situation kommen? Na, hallo! Oh Gott, ja, hier, nehmen Sie mein ganzes Geld. Nein, du Hund, dein Geld brauche ich gar nicht. Und was brauchen Sie dann? Naja, entweder löst du diese Aufgabe oder es wird dein letzter Tag sein. Du hast 5 Minuten Zeit. Ich entscheide mich gleich für das Zweite. Möchtest du es nicht mal versuchen? Nö, wozu diese ganze Zeitverschwendung? Sie haben ganz bestimmt noch vieles zu tun, Familie und so. Wollen Sie zuerst von der linken oder von der rechten Seite zustechen? Du verdammter Psychopath! Okay, dann eben nicht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Müller. Grüßen Sie Beate von mir. Wenn, dann nur so. Aber ich möchte natürlich hoffen, dass es nie dazu kommen wird. Moment mal, und was, wenn dir dieses Wissen irgendwann mal bei einem Vorstellungsgespräch helfen wird? Meinst du? Naja, kann ja sein. Und ich dachte irgendwie immer, dass man bei einem Vorstellungsgespräch einfach nur gut und überzeugend lügen können muss. Guten Tag, Frau Rode. Guten Tag, Herr, was geht Sie das an? So, Frau Rode, sagen Sie mir mal bitte, was Ihre Stärken sind. Was können Sie so alles? Ich kann alles. Aha, das klingt schon mal super. Setzen Sie sich bitte. Aber natürlich werde ich mich hinsetzen. Ich kann das ja. Ich bin einfach sprachlos. Wenn Sie jetzt auch noch diese Aufgabe genauso gut lösen können, dann gehört dieser Job Ihnen. Übrigens, ich wurde 2006 von Time Magazine zu Person of the Year ernannt. Reicht das nicht? Nein. Apropos, das mit Person of the Year von Time war keine Lüge. Time Magazine hat einfach im Jahre 2006 alle Menschen auf der Welt zu Person of the Year ernannt. Also, falls du dich gerade in der Bewerbungsphase für irgendeinen kreativen Job befindest, kannst du diesen Fakt gerne für deinen Lebenslauf nutzen. Das wird garantiert für viel Aufmerksamkeit sorgen und deinem zukünftigen Chef ein Lächeln im Gesicht zaubern. Ey, Lina! Guck mal! Raus hier! Okay, sorry. Aber was, wenn du durch das Lösen dieser Aufgabe einen Weltuntergang verhindern könntest? Was würdest du dann machen? Dude, wie stellst du dir das überhaupt vor? Ungefähr so. Lina, dieser Tag ist leider gekommen. Oh mein Gott, was geht hier ab? Ich verstehe es auch nicht, wie es zum Teufel dazu gekommen ist. Oh, Jesus. Oder eher gesagt, warum ausgerechnet du die Menschen retten sollst. Aber Gott, ich habe mich gestern fast an einer Erdnuss verschluckt. Und Sie vertrauen mir jetzt das Leben aller Menschen an? Ich habe nicht gesagt, dass ich dir vertraue. Aber jetzt, löse diese Aufgabe. Mach jetzt einfach. Okay. Das ist doch nicht dein Ernst. Ganz knapp an dem Ergebnis vorbei. Aber kann ja jedem mal passieren. Und Leute, mit diesem Video möchte ich auf gar keinen Fall sagen, dass das, was wir in der Schule lernen oder gelernt haben, überhaupt nicht wichtig ist. Das stimmt nur zum Teil. Ich sage nur, dass ich persönlich noch nie in so eine Situation geraten bin, in der ich mein Schulwissen anwenden könnte. Abgesehen vom Grundwissen natürlich lesen, schreiben, rechnen. Aber das habe ich auch zu Hause gelernt. So, there's no point in school. Aber wer weiß, vielleicht wirst du das brauchen und dann der nächste Einstein sein. Übrigens, ich habe irgendwo mal gehört, dass Einstein auch keinen Bock auf Schule hatte und nicht so gut darin war. Na gut, ich gehe jetzt mal diese verdammte Aufgabe lösen und ihr könnt währenddessen auf Abonnieren klicken und diesem Video einen Daumen nach oben geben. Und hier an der Seite sind übrigens noch 2 weitere Videos für euch. Das letzte Video von mir und eins vom Kanal kurz gesagt. Die Viren, die Riesenviren fressen. Und sonst bleibt gesund, genießt eure Ferien, falls ihr schon Ferien habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Abonnieren nicht vergessen. Du verdammter Psychopath!